Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hätte mal eine Frage. Oh, ich habe noch Hutband. Moment, zensiert. Ha! also jedenfalls hätte ich da mal eine Frage. Und zwar, warum wird in jeder Survival-Ausrüstung ein Kompass, also das Nonplusultra unbedingt dabei haben, wahnsinnig wichtig, darf in keinem Bugout, schieß mich tot, Scheiße im Ventilator-Rucksack, nicht fehlen. Ein Kompass gilt als unglaublich nützlich, ein wahnsinnig tolles Item, das man unbedingt dabei haben muss, insbesondere wenn einem das GPS verreckt und was auch immer passiert, die Zombies kommen und so weiter und so fort. Warum, ich kapiere das nämlich nicht so ganz, ist dieser Kompass ein so unglaublich wahnsinnig toller Gegenstand, den wirklich jeder scheinbar gefühlt mit sich rumschleppt und zumindest jeder Ami-YouTuber auch wirklich in jeder EDC, was auch immer, Dose und so weiter und so fort drin haben muss. So, jetzt habe ich zwar auch nahezu immer einen Kompass dabei, weil, Moment, tada, also hier befindet sich mein Kompass, den ich nahezu in 99,9% aller Fälle immer dabei habe. Und jetzt setze ich den Hut mal spaßeshalber so rum auf, damit man auch schön daran erinnert wird, dass wir hier von Kompassen reden, die übrigens im Plural wohl wirklich Kompasse heißen und nicht Kompanten. Schade eigentlich. Kompanten klingt ja besser. Ja, aber vielleicht kann mir das mal wirklich jemand erklären. Ich meine, was kann man mit einem Kompass machen? Man weiß, wo Norden ist. Gut, jetzt sind wir abgestürzt im Nirgendwo, im Urwald von sonst wo. Und jetzt wissen wir, wo Norden ist. Was bringt uns das jetzt? Wir wissen auch, wo Süden und Westen und Osten ist, aber was bringt uns das, wenn wir nicht wissen, wo wir im Urwald von sonst wo abgestürzt sind? Was hilft uns jetzt ein Kompass? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Möglicherweise könnte ein Kompass uns sagen, wenn wir zum Beispiel irgendwo abgestürzt sind, wo Schnee liegt. Und wir wissen, dass wir, bevor wir abgestürzt sind, uns theoretisch im, sagen wir mal, Winter befunden haben. Dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass wir uns irgendwo nördlich auf der Nordhalbkugel befinden und können dann nach Süden laufen, weil irgendwann hört der Schnee auf. Aber ganz ehrlich, wer dafür dann einen Kompass braucht, um einfach mal nur so irgendwie nach Süden, das ist übrigens da, wo dann irgendwann mal die Sonne zu sehen ist, zu laufen, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt einen Kompass als wahnsinnig wichtiges Item dabei haben kann, sollte. Es ist nur mal so eine kontroverse These. Was kann man mit so einem Kompass noch so machen? Man kann Dinge anpeilen und auf einer Karte dann ganz genau die Position bestimmen, an der man sich befindet. Super, dafür ist ein Kompass großartig. Aber das Problem ist, was wollen wir mit einem Kompass, wenn wir keine Karte haben? Und im Survival-Gepäck befindet sich ja seltenst mal eine Karte der Region, wo man gerade mit dem Flugzeug mitten in der Wildnis abgestürzt ist. Das ist jetzt was anderes, wenn man sich wirklich in der Region aufhält, in der man sich immer so aufhält, also so kurz vor zu Hause und so weiter und so fort. Aber da würde ich, wenn ich jetzt wirklich intensives Survival-Training betreiben würde, also ich mache ja nur so ein bisschen spaßeshalber als Hobby, weil es was lustig ist, aber wenn ich intensiv das betreiben würde, dann wäre es mir viel wichtiger, dass ich ganz exakt die genaue Umgebung, jede verdammte kleine Ecke da kenne und da überall schon mal gewesen bin und im Schädel meine Karte habe. Klar kann man da zusätzlich noch eine Karte mitschleppen, aber ich finde, das wäre wirklich das Nonplusultra, dass man einfach wirklich seine Umgebung, seinen Landkreis zumindest mal gut kennt. Das ist bei mir, denke ich, auch doch ganz gut der Fall, wenn man mich in irgendeinem Dorf absetzt. Im Umkreis von 30 Kilometern weiß ich schon auf jeden Fall, wie ich nach Hause komme, notfalls auch zu Fuß. Also, ja, aber brauche ich da einen Kompass? Nee. Man kann mit dem Kompass noch eine Karte einordnen, auch eine super tolle Funktion. Und da gibt es ja noch diverse andere schöne Sachen, die man mit Karte und Kompass eben machen kann. Aber ja, das Problem ist halt immer, jeder sagt, oh, ein Kompass, unglaublich nützlich, aber was denn ist zum Henker mit der Karte? Und man kann ja jetzt schlecht in seinem minimalistischen Survival-Gepäck, sofern man nur ein minimalistisches Survival-Gepäck mitführt, eben jetzt
Karten für sonst wo überall mitnehmen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Also, dass auch keiner halt eben sagt, dass ein Kompass nur so richtig krass nützlich ist in Verbindung mit einer Karte. Und wenn man sich im halbwegs urbanen Raum aufhält, da habe ich noch nie einen Kompass gebraucht, wenn ich eine Karte dabei hatte, um irgendwas anzupeilen, um rauszufinden, wo ich da genau bin. Mitten in der Pampa ist das was anderes. Aber im urbanen Raum, da gibt es zum Beispiel Straßennamen. Da gibt es Gebäude mit einer spezifischen Form. Das ist dann ziemlich simpel, sich da auf der Karte wieder zu finden. Und wenn man jetzt im wirklich richtig urbanen Raum unterwegs ist und jetzt Urban Survival technisch irgendwie durch die zombieverseuchte Großstadt schleicht, dann was will man denn da bitte schön in den Häuserschluchten anpeilen? Das geht dann überhaupt nicht. Zum Peilen braucht man immer eine gewisse Sicht auf irgendwas, was auf der Karte verzeichnet und möglichst nicht ganz nah dran ist an einem selber. Beziehungsweise wenn es doch ganz nah dran ist, dann braucht man auch wieder keinen Kompass, weil dann steht man ja quasi daneben. Also ich mag Kompasse, das ist überhaupt keine Frage. Mir geht es jetzt wirklich nur mehr so um die, ja, sind die vielleicht ein bisschen überhyped, um es mal neudeutsch auszudrücken, Frage von dem ultimativen Kompass. Und ja klar, gerade so ein kleiner Knopfkompass, bei dem muss man dann ja sagen, lustig ist so ein Ding. Als Statusmerkmal und als kleine Aussage, was sich in dem Kopf unter diesem Hut befindet, würde ich auch auf jeden Fall niemals mehr auf dieses Ding verzichten wollen. Da wird man auch hin und wieder durchaus drauf angesprochen und das gibt meistens recht lustige Dialoge. Aber nur so ein kleiner Kompass, der sagt einem dann wirklich bloß noch, wo halt eben gerade so Norden ist, irgendwas mit anpeilen kann man da nicht. So, jetzt denke ich über die Thematik schon länger nach und jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen, für die ein Kompass, da langt dann aber potenziell vielleicht notfalls auch so ein kleiner, klar ein guter ist natürlich besser, aber eine Sache ist mir eingefallen und zwar, wenn man irgendwo eine bestimmte Richtung beibehalten möchte, weil man tatsächlich im Nirgendwo abgestürzt ist, meinetwegen, und dann der Regel folgen möchte, wenn man lange genug geradeaus geht, dann findet man irgendwann ein Anzeichen von Zivilisation, im Regelfall eine Straße oder einen Fluss. Ein Fluss fließt auch immer zur Zivilisation. Jeder Fluss dieser Erde fließt zu Menschen. Da gibt es null Ausnahmen. Es sei denn, er fließt ins Meer. Aber am Meer, da muss man am Meer entlang laufen, da findet man auch immer Menschen. Also demzufolge, gut, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Aber ja gut, wenn man jetzt nicht exakt immer schnurgerade nach 270 Grad läuft, dann wird man wahrscheinlich eben auch jetzt nicht so wahnsinnig dumm dastehen. Und die Gefahr bzw. die Möglichkeit von alleine in einer nicht urbanen Landschaft, ohne großartige Anhaltspunkte, mal von Bäumen oder irgendwelchen Felsen oder so abgesehen, wirklich immer schnurgerade auszulaufen, also damit quasi dann die potenziell kürzestmöglichste Route zum nächsten Zivilisationspunkt wie Straße oder Fluss zu finden, das ist schon was wert. Also wenn man da nicht wirklich in Schlangenlinien durchs Gelände latscht, was man nämlich andernfalls auf jeden Fall tut, wenn man keinen Kompass dabei hat. Da gibt es dann noch die Technik, dass man immer gedanklich mit den Augen den nächsten Baum anpeilt und von da, wo man steht, schon guckt, wo ist der nächste Baum, den ich ab dem Baum, wo ich jetzt hinlaufe, dann wieder anpeile und damit kommt man auch relativ gut geradeaus vorwärts, aber irgendwann lässt halt die Konzentration dann mal nach und wenn man dann nochmal schnell auf den Kompass gucken kann und dann zumindest mal weiß, okay, ich laufe hier nach Nordwesten, dann kann man immerhin zumindest grob nach Nordwesten weiterlaufen. Also das ist dann sicher schon was wert. Aber ich weiß nicht, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, wo man dann einen Kompass ohne Karte jetzt noch wirklich gebrauchen kann. Doch, eine Sache noch. Wenn man sich in seiner Umgebung, seiner Heimat, seiner Großumfeldheimat, da würde ich jetzt in meinem Fall den kompletten Oberrhein graben zwischen Schwarzwald und Vogesen, also südlich von Karlsruhe und nördlich von Basel, da kenne ich mich zumindest so weit aus, dass wenn man mir da mal irgendeinen Ort sagt, der ein bisschen größer ist, in dem ich dann vielleicht ein Straßenschild zu einem noch ein ganz kleines bisschen größeren Ort finde und dann weiß ich zumindest mal grob, okay, ich bin hier jetzt links oder rechts
vom Rhein und muss dann entsprechend nach Osten oder Westen, um entsprechend zum Rhein zu kommen. Und wenn ich am Rhein bin, weiß ich, wie weit ich den nach Norden oder Süden entlang laufen muss, weil ich mir auch grob vorstellen kann, ist der Ort, den ich am Rhein jetzt gerade erreiche, denn südlicher oder nördlicher von mir. Und dann laufe ich den Rhein entsprechend im Regelfall wahrscheinlich eher hoch, als dass ich ihn runterlaufe. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich Köln finde, dann weiß ich auch, dass ich den Rhein auf jeden Fall runterlaufen sollte. Oder wenn ich irgendwie in Holland lande, dann suche ich auch den Rhein und laufe ihn, was heißt runter, also hoch, flussaufwärts natürlich. Und ja, das sind solche Sachen. Aber das sind auch so Dinge, wenn man da wirklich Zeit hat, um zu warten, bis mal eine Sonne am Himmel auftaucht, das meiner Meinung nach immer noch einzige, absolut 100% zuverlässige, idiotensichere Zeichen, um rauszufinden, wo grob die entsprechenden Himmelsrichtungen zu finden sind, dann braucht man da auch vielleicht nicht unbedingt einen Kompass. Aber ja, jetzt habe ich genug rumgestänkert. Ich verstehe es nämlich wirklich nicht. Warum gelten die so als Wundermittel, dass man unbedingt immer dabei haben muss, so ein Kompassle? Und vielleicht hat da irgendjemand einen schönen Kommentar zu, der mir da irgendwie weiterhilft, dass ich das mal begreife. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal.